Damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben YouTuber. Willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950 und DDR Volkspolizei. Hierbei mein Umbauprojekt und ja, in diesem Video schleife ich noch meinen anderen GFK-Koffer zu Ende, was ich eigentlich zwar quasi nicht vorhatte, aber ich mache es trotzdem, um einfach Geld zu sparen. Und ja, ich bin schon fleißig dabei. Und ja, so, der Koffer ist fertig geschliffen, auch wenn das jetzt hier für manche ein bisschen blöd aussieht, aber es ist eine glatte Fläche, einmal ringsrum, und noch natürlich die ganzen Kanten und so. Dieser Koffer ist aber tatsächlich ein bisschen widerspenstiger als der andere gewesen, also da wird man viel flicken müssen. Kennt ihr das, wenn man das ganze Wochenende geschliffen hat und hat sowas von Schmerzen? Aber es muss weitergehen. Wir haben kein Geld. Wir müssen Geld sparen. Und deswegen machen wir das ja. Aber was richtig schön ist, ich muss nicht... Ich muss nicht meinen Kotflügel hinten schleifen. Da hat mein Kumpel gesagt gehabt, das macht er selbst. Ja, das ist das letzte Bolter jetzt. Und dann haben wir es geschafft. Ich habe jetzt hier schon schön so die Ränder hier schon so ein bisschen grob angeschliffen. Ja. So, fangen wir mal an mit dem Deckel. Den habe ich jetzt fertig geschliffen. Dementsprechend sehen auch meine Hände aus, hier so die Kanten und so, ne? Also der hat schon so ein bisschen Reparatur bedürftig ist er. Aber es ist okay. Dann haben wir hier das untere Stück vom Deckel, auch einmal ringsrum geschliffen. Ja. Eckenkanten und ganz besonders wichtig sind die Seiten. Also für alle, die mal GFK schleifen wollen und wollen sich auch solche MZ, ETZF Volkspolizeikoffer dran bauen. 240er Schleifpapier, immer in kreisenden Bewegungen. Immer schön kreisen, kreisen, kreisen.
Die größeren Oberflächen reichten vollkommen aus, wenn ihr die anraut. Die könnte man tatsächlich mit einer Maschine machen, wenn man eine dafür hat. Dafür gibt es sogar eine Maschine mit so einem Schleifaufsatz extra für GFK. Aber diese Ränder hier zum Beispiel, auch da muss der Meister mit der Hand dran gehen, damit man das hier nicht umbürdelt oder wie sich das nennt. Ja. Ja, das war gestern einfach nur mal so ein spaßeshalber Versuch. Aber ich hatte leider keine Flex gehabt mit Schleifaufsatz. Die habe ich erst gestern bekommen. Und dann habe ich das alles hier so ein bisschen blank geschliffen. Ausgereicht hätte es natürlich, wenn ich nur hier in dem Bereich geschliffen hätte gestern blank, weil ja dann dort dieser Träger angeheftet wird. Und ja, als nächstes geht es folgendermaßen weiter. Ich werde jetzt bei meiner Volkspolizei Simson die Sitzbank abbauen und werde beide Gepäckträger dran machen. Und nachher, wenn der Chef dann kommt, also mein Kumpel, der Jens, dann werden wir die anpassen, dass das alles halt richtig genau sitzt und dann halt ja, hier oben und hier unten so ein Stück Blech anheften, hier vorne auch nochmal. Und dann so wie ich mir das halt gedacht hatte. Und hier vorne halt nochmal in dem Bereich kommt, wird noch ein kleines Loch gebohrt, kein großes. Und wird da hinten mit beiden, also mit zwei Schrauben festgemacht. Ihr könnt es ja schon sehen, die Löcher sind ja hier vorgegeben. Und hier vorne dann halt mit ein und das sollte dann gut sein. Und dann setze ich mir da noch so Gummiunterlegscheiben drunter. Wenn sich das, ich sag mal so, hier festfrisst oder so, durch die Wärme dann mal im nächsten Jahr und das ist mir egal. Hauptsache, ich hau mir hier keine Kratzer rein. Gut, dann wisst ihr schon so ungefähr Bescheid. Ja, jetzt beim Abmontieren der Sitzbank und Anmontieren von den Seitengepäckträgern muss ich euch nicht mitnehmen, das kennt ihr ja alles schon. Dann würde ich sagen, dann mache ich das jetzt mal und dann hole ich mir mal den Chef und dann hoffentlich können wir das heute machen. Gut, ich mache aber auch erstmal nur einen dran. So, inzwischen habe ich den vorgefertigten, blank geschliffenen seltenen Gepäckträger dran gemacht. Auch vorne die Verstrebung habe ich selbstverständlich auch blank geschliffen. Und so, und dann kommt hier ein Stück Blech, was angeheftet wird. Da unten kommt ein Stück Blech. Man muss das halt gleich nochmal mit der Sitzbank anpassen. Also wenn ich den jetzt so ein bisschen runtersetze, dann kommt er da vorne so ein bisschen hoch. Es kann sein, dass man den so in der Position hinpacken muss. Er darf halt nicht so. So. Und ich hatte das schon gestern den Chef erklärt. Und dann hier vorne, wo ich schon so grob den schwarzen Punkt angezeigt habe, der kommt natürlich ein bisschen weiter nach außen. Da noch mal einen Träger rein und dann hält das. Ja, und dann haben wir das so alles hier so. Ja, gut, mal sehen, ob ich euch beim Schweißen mitnehmen kann und so. So, die Sitzbank habe ich jetzt dran gemacht. Da sitzt ja alles auch ein bisschen so auf dezenter Spannung, sage ich mal so vom Gefühl her. Und jetzt kann man halt gucken. Und beim Blinker zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt, der ist beweglich, den kann man dann auch noch mal ein bisschen sich einstellen. Gut, jetzt warten wir auf den Chef. Der ist nämlich gerade kurz. Also mein Chef ist ja nicht mein Chef, aber ist mein Kumpel. Ich sage immer Chef. Der ist gerade noch kurz im Außendienst. Der kommt aber gleich. Der nutzt dafür seine Pause und dann, ja, ne? Wie gesagt, hier heften wir zwei Dinge an und hier vorne ein. Und dann müssen wir halt. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Müssen wir halt hier vorne in dem Bereich irgendwo ein Loch bohren, damit das halt nicht zu lang ist. Ne? Ja. Aber das ist ja so, die Idee hatte ich ja so gehabt. Die Idee hatte ich Ihnen ja gestern so mitgeteilt und davon war er auch sehr, sehr begeistert. So chaotisch das jetzt hier alles auch aussieht, ihr Lieben. Ich räume das nachher alles auf, aber ich freue mich. Und erst wenn das Schutzblech noch kommt, das kommt ja auch nochmal schwarz. Oh, das wird so ein tolles Ergebnis sein. Das wird so eine tolle Volkspolizei Simson. Ich kann es kaum aberwarten, damit dann, wenn sie richtig fertig ist, zu fahren. In Uniform versteht sich. Machen wir dann auch so.
dass wir dann ein Video, Fahrvideo machen irgendwo, dass wir euch dann mal irgendwo hin positionieren in der Natur und dann, dass ich dann mal ein Fahrvideo mache. Oder vielleicht hat jemand Zeit aus meiner Nachbarschaft oder von meinen Freunden, die mich dann filmen können beim Fahren. Wäre ja toll. Mal gucken. Wenn ich euch dabei nicht mitnehmen kann, dann, ihr kennt das ja alle, Schleifen, Flexen, ne? Kennt ihr ja alles schon von mir. Und ja, gut, ich mache jetzt mal Pause. Juhu, ich hab's geschafft mit dem Schleifen. Ich bin fertig. Jetzt wird alles angepasst und angeheftet. Jetzt war gerade der Chef da. Jetzt haben wir das gerade nochmal alles so ein bisschen angepasst und angehalten. Der Träger bleibt jetzt dran. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben etwas gesucht, wie diese Querstrebe hier so, was ungefähr so diese Dicke hat. Und als Musterbeispiel diese Länge hier. Und das ist jetzt halt so, gut, das ist Edelstahl hier, ne? Das lässt sich ein bisschen scheiße bohren. Aber aus den Dingern werden wir dann da drinnen an der Maschine 6 Stück insgesamt zuschneiden und dann Löcher bohren, werde ich dann machen. Und dann in den GFK-Koffer auch nochmal Löcher bohren. Aber das gibt es wahrscheinlich erst morgen, weil er hat momentan sehr, sehr viel Kundenaufträge abzuarbeiten und deswegen bitte ich auch um eure um euer Verständnis. Ich mache jetzt sauber und mache jetzt Feierabend und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst am Ende ein Abo und ein Like da. Euer Peter Rockabilly, Kanal 2, 1950 und DDR Volkspolizei. Und ja, ich beseitige jetzt erstmal mein Chaos, weil ich will erstmal was fertigstellen, bevor ich was Neues anfange. Gut, tschüss.